Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt auf meinem YouTube-Channel GammaCodes. Ich bin David und Hallo. das ist Chris, den kennt ihr noch von Minecraft mit Sternen. Und ich sehe schon, die wollen, dass man mit Zeugons spielt. Nee, zum Glück nicht, aber wenn man mit Zeugons spielt, ihr wisst es alle, da gibt es diese, na, wie heißt's, Handgelenkschlaufe. Die ist irgendwie seit Day One nicht mehr ab, die ist irgendwie verloren gegangen. Aber die ist sehr wichtig, also Kinders. Immer schön die Handgelenkslaufe anlegen, vor allem beim Pro-Controller muss die angelegt werden. So, ja, das Ganze hier ist ein bisschen experimentell, aber wir probieren es mal aus. Es wird im Laufe entweder diesen Partys oder sonst nächsten Partys noch ein anderer Kollege dazu stoßen. Und dann halt ein paar und oder mitzocken, muss man halt mal schauen. Genau, das Ganze ist ohne Facecam und ist auch in einem mobilen Setup, weswegen. Vielleicht ist das ein oder andere nicht 100% so ist, wie es sonst gewöhnt seid, aber so ist es halt, ne? Ja, und ich würde sagen, in diesem Sinne, leer es noch schnell mal einen Papierkorb. Damit du Speiseplatz habt, perfekt. Und dann, I would say, los geht's, oder? Ich bin hyped. Mau Party Sampuri heißt es. Es ist gestern am. Was haben wir heute für die? Heute mal 18., 17. rausgekommen. So, willkommen zum neuen, neuesten, gewaltig größten Super Mario Party. Lasst mich euch zeigen, auf welchen schönen Spielbrettern ihr diesmal auf die Jagd nach dem Super Room geht. Hinten mach's mal raus. Ein duftig süßer Wunderwald mit einem riesengroßen Schlummler. Was wohl, wenn ihr Wickler weckt? Als nächstes ein Paradies in der See, in einem Vulkan. Die Party erbeben lässt. Wege dieses Winden, Ebbe und Flut, die alles verändern. Boah, darauf freue ich mich mit Vollgas weiter auf diese prächtige Piste. Die ist so schön. Zieht auf heißen Reifen blitzschnell eure Runden und das haben wir einfach in Mario Kart. Eine Shoppingpalast, schöner als jeder andere und ne, da kommen Coconut Mall Vibes auf. Reist auf Rolltreppen zu neuen Etagen voll Koko Kolos. Was? Koks. Ja, wir waren auch im Shoppingcenter unterwegs. Ne? Lustlos feiern? Na dann, wir sind bereit. Jeden Spielbrettspaß ist zwar was Schönes, den brandneuen Modi gibt es aber obendrein. Okay. Das hier ist die Rhythmusküche. Hier kocht ihr mit Takt und Talent. Gut, dass mich hier nicht mitzockt. Flatterflügel in dem blauen Himmel. Ja, es geht so schnell. Wer gern mit anpacken kann, in der Tortfabrik trickreich, tüchtig Teamarbeit beweisen. Also, ja, und wenn noch schnell Spielspaß pur will, sollte sofort am Minispielhafen ablegen. Das klingt erst nach einer Menge Spaß, muss ich sagen. Doch was haben wir denn hier? Was harrt euer Wohl an diesem finsteren Fleck? Jo. Yes. Ja, das schauen wir doch jetzt mal. Na, so eine Partylaune, ganz klar, sag ich's. Liebe Superstar, Ja. Anwärter, bereitet euch in die Feuer zu stürzen. Ja. Wenn du da bist, ruf einfach ran. Jo, wir sind definitiv bereit. Das Lob ist mir, alte Bekannte, frisse Gesichter, mit euer erst wird die Ja, ruf dann Party einfach an. wund. Ruf mich an, ich habe mein Handy. Und mit Okay. Verlaub, mit Passt. einem Dann bis wenig. gleich. Den ist Jo, ciao. Comeback bin diesmal euer Party Maestro. Und wisst ihr was? Nun sorge ich für die Extraprise Pep. Viertelstunde schätzweise da. Jetzt kommt die Extraprise Pep. So, nochmal. Hast du die Pepsen genommen? Entschuldigung. Das Meme muss dann nicht auf Stelle sein, liebe Leute. Haben wir noch Pappen So, da? und wer ist denn da? Aus diesem mickrigen Magic Cooper wird Trugbowser, der Titanische. Wo der Wüste Wüsteris wohl wartet. Das bleibt. Okay. Aber die ganze Nintendo-Familie ist da. Schön. Liebe Leute, der Spaß kann beginnen. Seid ihr soweit? Ja, wir sind bereit. Und dann auf zur neuen Mario Party. Ich würde sagen, der Spaß kann losgehen.
Und damit nochmal herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario Party Zamburi. Ich bin hyped es. Und ich denke, mein Kollege neben mir auch. Denn du hast ein paar Erfahrungen mit Mario Party gesagt. Magst du mal erzählen, was waren deine Anfänge damals? Meiner Cousine. Wir haben auch mal zusammen eins gezockt gehabt auf der Wii. Ich weiß nicht mehr, welcher Teil das war. 7, 8, 9. Auch raus. Ich habe keine Ahnung. Welcher war dein Lieblingsteil von denen? Boah, ich weiß nicht mehr, was in welchem war. Ich weiß nur, einen gab es dieses komisch pressenden Toaster da. Weißt du, diese Figur? Ich glaube, das war Teil 9. Was ich mich noch erinnern kann, war der Zug und dann das mit diesem Hotel oder was das war, was so ein bisschen Monopoly-mäßig aufgebaut war. Ich habe gehört, wir tun danach auch mal die alten Teile hier durchsocken. Das habt ihr alle auf meiner Disk. Hast du die gerade irgendwo da? Nicht hier gerade. Schade, sonst hätte ich schnell schauen können, deswegen. Okay. So, dann fangen wir mal an. So, also ich bin Spieler 1, so sieht's aus, und ich nehme natürlich Mario. It's a me. Kannst du gerne nehmen, würde ich eh nicht nehmen. So, aber ich bin eigentlich nicht der Einzige, aber werden dich bestimmt dazu hinzufügen können. Willkommen auf der Party Blaser, ich bin Toad. Mein Science Party. Was? Party? Ich kenne dieses Wort nicht. Kennst du das Wort? Von Sir Conserits? Also, mein Englisch ist zwar gut, das aber dieses Conserits, das sagt mir gar nichts. Science Party. Concierge. Concierge, was ist das? Concierge Gastgeber. Ich habe noch nie von dem Wort gehört. Französisch. Ich habe trotzdem noch nicht von dem Wort gehört. Okay, gut zu wissen, hast du was gelernt, ne? Ich muss gerade auch ein paar Mal drüber lesen. Hier ist ein knapper Überblick über all die tollen Platzer-Sachen, ehe der Spaß losgeht. Aber wer von uns beiden hat das Französisch? Schon. Aber nur weil man Französisch belegt, heißt es ja nicht, dass man es darauf fressen kann. So, wir stehen hier auf dem Partyplaza. Im Ausgangspunkt, ich hatte eine 2 im Abschluss. Im Ausgangspunkt alle Aktivitäten. Sag's nur. Also lügen kann er, ja. Das ist mein Delf-Zertifikat. Mehr so Blaser verrate ich später. Das Wichtigste zuerst. Schau doch mal. Ja doch, schau her. Krass. Was hier? So, der Heißluftballon hinter mir wartet auf begeisterte Partyfreunde. Nix für rein, dann verrate ich mehr. Boah, mach das bloß nicht. Nein. Mach das. So. Darf ich kurz? Ja. Ich wollte es nur gesagt so, haben. Bitte in den Ballon zu steigen. Achso, ja, komm, steigen wir mal rein. Let's go. Serge. Into the air, say yeah. Dann ist es nicht Gastgeber, dann ist es der Portier. Okay. Ist ähnlich. Ja, fast dasselbe. Ist und? Nur ein paar Stufen runter. Naja, gut. Ich weiß immer, wie man es ausspricht. Das ist auch schon mal etwas. So, die Party spielt sich auf vielen bunten Inseln ab. Spaß und Spannung aller Arten garantiert. Ist das da draufgeklebt? Nee, das war schon drauf. Das war auf der Tasse drauf, das ist die Marke von der. Okay. Ich weiß nicht, wie oft ich schon Spaß und Spannung gehört habe mit dem Spiel, aber ich glaube, das kommt noch öfter. Hör auf, jetzt abzukratzen. Ja, aber das ist draufgeklebt. Ja, schön. Ja, dann sollst du es runter machen. Ich glaube, das ist das Logo von denen, ja, gar mal runter, ist ja wurscht. Wir trinken gerade Kaffee. Das ist das Logo von der Firma von der Tasse. Hast du aber schon gekauft? Ja. Okay, gut. Das packt mich ab so, und trinkt. Hier in aller Kürze, dann mach andere Seite, das ist nicht. Hier in Kürze. Ich halte sie aber mit rechts. Okay, ich bin kein Linkshänder. Ein paar Infos. Schau her, so soll das ausschauen. Ja, okay, danke. Zu jedem unserer Inselchen. So. Als erstes hätten wir, wer hätte es gedacht, die Insel, auf der Mario Party gespielt wird. Nein. Doch. Oh. Allerlei Spielräder warten. Wer gewinnt? Wer wird der Superstar? Hier drehen sich alle um alles um Spielbrettspaß. Alle. Hier die schöne Bewegungsinsel. Das wäre noch was für dich. Die Bewegung. Sicher nicht. Bewegungsminispiele
bis zum Abwinken, die allein oder gemeinsam mit Freunden und je einem Zollkorn in der Hand gespielt werden. Na schön, da gibt es aber dann mal einen Zollkorn mit Stickdrift. Hier sieht's grimmig aus, oder? Tja, das liegt daran, dass hier die Bowser-Herausforderungen warten. 8 Spieler versuchen auf einmal Krug Bowser zu besiegen oder schnüren die Laufschuhe und bestreiten Rennen mit 20 Teilnehmern. Und hier hätten wir noch unseren lauschigen Minispielhafen. Wer Minispiele liebt, ist hier richtig. Sonniger Spielspaß auf allerlei Arten, damit auch jeder etwas findet. Und das war's auch schon. Nun bleibt nur die Qual der Wahl, auf welchen Inseln es losgehen soll. Also, wir sind ja hier von Mario Party. Damit es einfacher fällt, hätte es hier eine praktische Inselkarte, auf der all unsere Vergnüglichkeiten aufgeführt sind. Soll ich einfach bitte vorskippen? Bleibt zum Abschluss, nein, noch eins. Ein Wörtchen zu unserem schönen Partyblaser. Da ist sie, zentral gelegen. Von dort ist unsere Ballonfahrt auch gestartet. Kamek, der Keck, soll sich dort aufhalten, aber es ist sehr im Stress wegen der Partyvorbereitung. Frag mich, ob man ihnen wohl dabei helfen könnte. Ach so, tolle Läden und Shoppen gibt es übrigens dort auch und sogar Online-Partien mit Freunden lassen uns von der Partyblase aus bestreiten. Dazu sei angemerkt, es gibt den nächsten Livestream, wo wir online zocken und vielleicht bekommen wir da irgendwie 20 Leute hin, weil man kann zu 20 online spielen. Es wird dann wieder vernetztes Lecken werden à la Super Mario Maker. So, eine Bitte hättest du noch, ich wollte es nicht so bitten, häufig auf den Tisch zu klopfen, weil das hört man sonst sehr, weil das ein Stadtmikrofon wild. Jetzt wieder High Quality Content hier. Also, ich würde sagen, da empfehle ich Truppen. Okay, schmeckt aber ein bisschen anders. Boah, die Redewendung merke ich mir, wenn ich etwas empfehlen will, sage ich es ab jetzt auch. Daher empfehle ich Truppen sonnenwärmstens. Das ist aber ein geiler Begriff. Ja, ich würde die Tropensonnen wärmstens empfehlen. Ich gehe nochmal nach Skandinavien, ne? Ein Ständergang über die schöne Plaza. Wer weiß, was es dort zu entdecken gibt. Und Schluss, das war's von mir nun. Viel Partyspaß! So, so sieht's aus. Wir werden aber selbstverständlich mit den klassischen Mario Party anfangen, würde ich sagen, und uns die Spielbretter reinquatschen. Oh ja, welche gibt's denn? Ja, das schauen wir uns mal an, würde ich sagen. Die klassische Mario Party ist der ideale Einstieg. Ja, Entschuldigung. Alles gut. Würfle, ziele und schnappe dir die Sterne. Ich weiß, wie das Game funktioniert, mach weiter. Ja, ich kann es aber nicht skippen. Auf deiner Reise zum Superstar Room kannst du sogar auf Submarine-Partner treffen, die dir das Leben erleichtern. So. Also, wir spielen mit Com-Spiel. Wir könnten auch jetzt ein Online-Spielen, theoretisch, aber machen wir mit Com, oder? Abgelehnt. Ja. Gut, dann erkläre ich mal rasch die Party-Regeln. Ja, die wissen wir schon, deswegen schließen wir einfach. Okay, nur eine Spielbrettwahl. Also, die schauen wir uns jetzt mal in Ruhe an. Wir haben einmal die Goomba-Lagune, eine Insel-Idylle mit großem Goomba-Vulkan. So, warte, so, jetzt nochmal, ich bin da. Ja, ich bin also, da. Also, eine Goomba-Lagune, eine Insel-Idylle mit großem Goomba-Vulkan, Ebbe und Flut spielen hier mit. Ja. Das ist so, ja, ist aber so ein Stufe schwer, also es geht offensichtlich von rechts nach links. Ja, dann kommt, glaube ich, Lava oben raus. Das ist einfach, ich wollte auch so mit einfach anfangen, das alles, und dann muss das Mega wechseln. Mega-Wickler, Leckerwald. Mega Wicklers zuckersüße Heimat. Hier dreht sich alles um Nasser rein. Dann haben wir den Regenbogen Kaufpalast, ein Einkaufsparadies auf 3 Ebenen voller bunter Lernen. Und zu guter Letzt, ich glaube, es gibt nur 4 Stück, der Meisterwürfel Motodrom. Ist ja lame, Alter. Rein in die Boliden und mit Vollgas auf die Rennpiste. Ist ja lame, ernst? Es gibt noch 4? So sieht's aus. Ja, vielleicht gibt's nachher auch noch mehr, weil du siehst ja die Brücken und so weiter. Ja, ja. Oder es werden DLCs, aber vielleicht werden die auch freigeschaltet, wenn die anderen gemacht haben. Oh, wenn das DLCs werden, Alter. Junge, was macht dann Nintendo schon wieder für einen Scheiß, Alter? Da frage ich mich dann wirklich, was das für ein Dreck ist. Nee, hier gibt es 7 neue und klassische Spielbretter, also gibt es mehr. Klassische? Ja, es gibt tatsächlich auch welche von alten Mario Party hier mit dabei. Das haben die mal im Trailer gesagt, das müssen wir mal schauen. Wir werden es da sehen, wir werden das ja eh nur zocken dann in den nächsten Wochen. Aber bevor es dann wurden, mal mit dem einfachen einfach anfangen. Ich mag zwar die Map nicht spielen, aber mein Gott, mach. Dann haben wir es halt kurz. Aber Leute, dann starten wir erst im nächsten Part, dann haben wir jetzt so das Allround-Setting und im nächsten Part geht es dann so richtig los mit dem ersten Spielbrett. Bis dann sage ich danke fürs Zusehen, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao!